Ich habe eine ganze Stunde gewartet, bevor ich auf die Idee kam, dass du vielleicht zum Büro gegangen bist, um mich dort zu treffen. Oh, Mason, es tut mir leid. Ich bin aufgewacht und habe mich so furchtbar gefühlt, sodass ich unsere Verabredung völlig vergessen habe. Na schön, ich werde dir nur vergeben, wenn du heute Abend mit mir zum Essen gehst. Du bist wirklich sehr nett. Das ist ganz lieb von dir. Aber ich glaube nicht, dass ich kann. Dazu kommt, dass ich überhaupt keinen Hunger habe. Hast du vielleicht Fieber? Soll ich gleich zu dir kommen? Und dich mit Hühnersuppe füttern oder sowas? Nein, ich glaube, ich bin einfach nur abgespannt. Die Feiertage und dann mein Bruder, der hier gewohnt hat, weißt du? Naja, vielleicht ist es sogar besser so. Ich muss eine Menge Telefonate führen und ein paar Leuten Feuer unter dem Hintern machen. Immerhin gibt es einen Psychopathen, der frei in Santa Barbara rumläuft. Und die Suche nach Lionel ist auch erfolglos. Ja! Veronica, ist bei dir alles in Ordnung? Ja, mir geht es gut. Mir ist gerade etwas runtergefallen. Hör zu, Mason. Ich muss jetzt wirklich Schluss machen. Wir unterhalten uns morgen, okay? Bis dann, ja? Ja, sag mal, du hast die erste Hilfe wohl in einem Massagesalon gelernt. Es freut mich, dass du dich schon besser fühlst, Lina. Ich dachte, sie hätte gesagt, ihr Bruder wäre abgereist. Ja? Kelly hat angerufen. Hat sie etwas hinterlassen? Es gab einen Notfall? In der Coda Street? Wo? In Ordnung. In Ordnung, ich fahre gleich hin und spreche mit ihr. Wozu brauchst du diese Passagierliste überhaupt? Also, da hätten wir Adler, Janine, Agrash, J.R. War denn da jemand in dem Zug, der... Albert Maureen, Albert Hilbert, Hilbert Albert. Er war das also im Speisewagen. Weißt du, dass meine Freundin gefeuert werden kann, wenn irgendjemand erfährt, dass sie die Liste genommen hat? Nein, Marcello. Monty Marcello. Monty Marcello, wo habe ich diesen Namen schon mal gehört? Lionel, ich glaube, dass Mason eine Gefahr für dich wird. Meinst du nicht, es ist besser, wenn du dir einen anderen Platz suchst? Warte, wo ist diese Zeitung? Ah ja, ich weiß. Könntest du mir die Zeitung da mal geben, ja? Hör zu, du hast mir versprochen, mir nicht zur Last zu fallen. Aber ich muss ehrlich sagen, dass du langsam eine Belastung wirst, Lionel. Hier ist es. Hör's dir an, hör zu. Gerüchten zufolge ist der Grund, dass es immer nur kein Kommentar über das Capwell Hotel hieß, die heimliche Ankunft der zurückgezogen lebenden Comtesse Armanti. Armanti, untergebracht in der Präsidentensuite. Bestimmt direkt aus einer ihrer schicken Villen. Vom Kontinent flog sie hierher, um auf unbestimmte Zeit unter den gewöhnlichen Menschen von Santa Barbara zu überwintern. Tja, hast du gehört? Meine Mutter sagt, die interessantesten Reportagen stehen in der Gesellschaftsspalte. Tja, und sie hat recht, findest du nicht? Da taucht sie ganz plötzlich hier auf und nistet sich im Hotel ein, die Contessa. Wovon redest du überhaupt? Was machen eigentlich die Leute, die nicht so einen hervorragenden Humor haben wie ich? Hä? Und Witz, das würde mich sehr interessieren. Möchtest du gerne wissen, was mich sehr interessiert? Ach, tu mir doch erstmal einen Gefallen. Sei so nett und wirf mir das Jackett rüber, ja? Danke. Nun, Sophia, sieht so aus, als ob das Geheimnis der Contessa heraus ist. Der Klatschkolumnist muss jemanden in der Redaktion gefunden haben. Es ist mir egal, das interessiert mich jetzt nicht. Was ist los? Wie ist es gelaufen? Es war schrecklich. Was denn? Deine Tochter wollte sich nicht der berühmten Journalistin mitteilen, von der noch nie jemand gehört hat? Steht hier irgendwas über den Nelkenmörder drin? Nein, heute nicht. Marcello, ich glaube, er hat meine Tochter. Kelly? Nein, Eden. Oh mein Gott, ich hoffe, es ist alles in Ordnung. Hören Sie, ich bin okay. Vielleicht sollten Sie nachsehen, ob Ihnen Ihr Auto hinten geparkt hat. Haben Sie sie gefunden? Nein, nichts. Vielleicht ist sie noch nicht angekommen. Vielleicht weiß sie nicht, wo es ist. Kelly, ist Eden hier? Nein, sie ist nicht hier. Ich verstehe es nicht. Sie ist vor einer Stunde losgefahren. Ich habe deine Nachricht erhalten. Das andere weiß ich vom Einsatzleiter. Sind Sie gewaltsam eingedrungen? Es gibt ein Dutzend Möglichkeiten, reinzukommen. Das Vorhängeschloss an der Vorderseite ist neu. Es war abgeschlossen, als wir kamen. Finden Witzer ist und auch wer Zugang zu dem Haus hat. Schicken Sie auch die Jungen von der Spurensicherung her. Das ist ein Lagerhaus, Mr. Capwell. Das ist mir ganz egal. Bringen Sie sie her. Erzähl mir, was passiert ist, Kelly. Es wurde eine Nachricht für mich hinterlassen. Joe hat mir ausgerichtet, dass er Werkzeug braucht und ich sollte es ihm holen.
Aber es war nicht Joe. Nein, Joe rief mich später an. Wer auch immer angerufen hat, er wollte dich hier haben. Ich konnte nicht gehen, Mason. Ich hatte so ein dämliches Interview. Und Eden sagte, sie wolle mir helfen und ist für mich hingegangen. Ich hätte wissen müssen, dass Joe mich niemals von der Arbeit wegholen würde. Es ist nicht deine Schuld, Kelly. Eden hat sich eventuell noch etwas Zeit gelassen. Der Mann wurde vielleicht nervös und ist gegangen. Ja. Danke, dass du so schnell gekommen bist, nachdem ich anrief. Schon gut. Ist das der Werkzeugkasten? Nein, nicht. Fass ihn nicht an. Den überlassen wir den Leuten vom Labor. Was ist das? Oh nein. Gehört der Eden? Bist du sicher? Oh mein Gott. Zerrissen. Das psychologische Gutachten ist ein Witz. Ein Einzelgänger, gestörte Beziehungen zu Frauen, nachlässige oder misshandelnde Eltern. Ist das nicht ein bisschen naheliegend? Der Mann läuft hier rum und ermordet wahllos Frauen. Was denkst du, was der ist? Wohlerzogen? Und was meinst du fehlt? Fixierung. Beide Frauen sind Anfang 20 und sehen sich ähnlich. Sie erinnern ihn wahrscheinlich an etwas, was er sucht. Natürlich könnte der zweite Mord ohne Beziehung zum ersten sein. Ach, ich bitte dich. Nein. Jemand, der versucht, Gewinn aus der Publicity, um den ersten zu schlagen. Sowas kommt vor. Ja, genauso oft wie Fünflinge. Und so wie ich es sehe, Cliff, war es dumm zuzulassen, dass die Presse so eine Show daraus macht. Ja, ich hätte es unter Verschluss halten sollen. Da hast du recht. Ich meine, da waren ja nur ein Dutzend Leute, die in ein öffentliches Restaurant gingen und eine Kellnerin tot auf dem Boden fanden. Ich hätte sie alle verschicken sollen. In einen Kurort nach Peru oder so. Wie dem auch sei, du hast mich nicht angerufen, um mir etwas über Psychologie zu erzählen. Nein, du hast recht, das habe ich nicht. Wusstest du eigentlich, dass die Psychologen ein Persönlichkeitsdiagramm des durchschnittlichen Ermittlungsbeamten erstellt haben? Ja, haben sie das? Genau, es sieht so aus, als ob er aus Verhältnissen der Unterschicht bis Mittelschicht kommt und auf Unrecht fixiert ist. Das kommt wahrscheinlich daher, dass seine Familie so lange immer nur den Kürzeren gezogen hat. Er neigt auch zum Einzelgänger. Man findet den Typen in schäbigen Apartments, möblierten Zimmern und gelegentlich auf Hausbooten. Ja, und sein Privatleben gleicht einem Scherbenhaufen. Nein, danke, mein Freund. Nein, danke? Du hast also schon darüber nachgedacht? Ja, das kannst du mir glauben. Mhm. Nun ja, ich denke, ich kann es dir nicht verübeln. Ich meine, deine Zukunft sieht rosig genug aus. Alles, was du zu tun hast, ist, die westliche Demokratie vor internationalen Intrigen zu retten und die restliche Zeit hast du ein leichtes Leben. Niemand schreibt in den Zeitungen über dich und beschwert sich und dann läuft's in deinem Privatleben ziemlich gut. Es würde sicherlich nichts schaden, wenn die Sache mit dem Capwell-Mädchen besser liefe, oder? Ach du meine Güte, wie kommst du auf diese Idee, hä? Ich weiß auch nicht. Liege ich denn da so verkehrt? Hey, Sekunde. Ich habe kein heimliches Motiv hier. Ich bin mit dem zufrieden, was ich mache. Das ist deine Tatsache. Das kann ich sehen. Natürlich bist du besser gestellt. Besser gestellt, als ich es bin. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand im Allerheiligsten des INID etwas von mir weiß. Nicht, dass ich damit sagen will, dass du für das INID arbeitest, verstehe mich bitte nicht falsch. Woher soll ich denn sowas wissen? Aber mein Job hat auch seine kleinen Vorteile. Ich werde dir jetzt etwas zeigen. Gib mir eine Sekunde, das ist was Besonderes. Letzte Weihnachten habe ich eine Karte von den Leuten unten aus der Haley Street erhalten. Und das sind eine Menge Leute unten in der Haley Street. Sieh dir das an. Hier sind über 60 Unterschriften drauf. Ist das etwa nichts? Natürlich muss ich dir nichts über Haley Street erzählen. Bist du nicht dort aufgewachsen? Mason Capwells Büro? Ja, Mason, hier spricht Cliff. Was? Was? Wo? Ist das das Lagerhaus an der Ecke? In Ordnung, bin unterwegs. Was ist los? Das hat dich nicht zu interessieren, das hat nichts mit dir zu tun. Kelly, schläfst du noch? Weißt du, Joe sollte dich nicht so hart arbeiten lassen. Ich würde dir das nie antun.
Es ist zu spät für Entschuldigung, Peter. Warum? Weil sich alles geändert hat. Du bist eifersüchtig und besitzergreifend. Du bist unberechenbar und immer wütend. Du machst mir Angst. Kelly, wovon redest du überhaupt? Es ist so, es tut mir leid. Verdammt nochmal, Kelly. Ich bin verärgert. Du hast mich beleidigt und verletzt. Und ich finde diese ganze Sache unverzeihlich. Hier, ich glaube, es ist besser, wenn du ihn zurücknimmst. Dein Verlobungsring? Wieso denn? Weil ich nicht mehr mit dir verlobt sein will. Nein, das war nicht dein Ernst. Nein, ganz bestimmt nicht. Sonst wärst du doch nicht hier. Also, da ist ein Laden gleich da drüben. Wir holen uns was Schönes zum Essen. Wir werden einen Vorrat anlegen und brauchen nie wieder rausgehen. Es ist so kalt draußen. Frierst du? Ich werde dich zudecken. Ich bin gleich wieder zurück. Wusstest du eigentlich, dass Männerkleidung anders geknöpft wird als Frauenkleidung? Ja, das wusste ich. Tatsächlich? Woher weiß ein kleines, nettes Mädchen so etwas? Lionel, was soll das? Du kannst diese Jacke nicht tragen. Warum da sind nicht? Puderflecken. Ja, du hast recht. Ich glaube, ich habe eine Jacke für dich. Augenblick mal, du glaubst doch nicht, dass ich etwas anziehe, das Mason Catwall gehört. Jetzt zieh das hier einfach an. Es ist doch ganz egal, woher ich es habe, okay? Ja, könnte ich bitte Mrs. Lockridge sprechen? Danke. Warum gehen Chauffeure immer ans Telefon? Darling? Ich bin's. Warte. Nein, mir geht es gut. Aber es tut mir wirklich leid, ja. Es ist nur so, Augusta. Hör mir zu. Ich brauche etwas zum Anziehen. Masons Männer wissen, was ich getragen habe. Verstehst du? Und außerdem, ich kann dieses Hemd hier nicht mehr sehen. Also pack mir ein Paket und leg es neben den Briefkasten. Würdest du das tun? Was, wie? Ja, genau, neben den Briefkasten. Na, dann lass sie doch denken, dass du den Müll runterbringst oder irgend sowas. Liebling, ja, jemand wird es abholen. Augusta, ich kann dir nicht sagen, wo ich bin. Bitte frag nicht. Ich vermisse dich auch. Aber wenn du hierher kommst, würde man dich verfolgen. Augusta, ich muss jetzt auflegen. Ja, ich liebe dich auch. Bis bald. Also, alle Hotels haben einen Lieferanteneingang, oder? Wo gehst du denn jetzt hin? Ich gehe und werde meinen guten Namen reinwaschen. Du solltest besser vorsichtig sein. Irgendjemand könnte dich erkennen, das weißt du auch. In dieser Verkleidung? Ist das ein Witz? Sie werden denken, ich sei Mason. Nein. Also, ich kann nicht einfach hier rumsitzen wie eine Maus in der Falle und darauf warten, dass sie mich finden. Ich muss zumindest versuchen, rauszugehen und meinen Namen reinzuwaschen. Was immer du auch zu tun hast, ich bin nicht der Meinung, dass du hierher zurückkommen sollst. Was, du schmeißt mich raus? Lionel, du weißt, dass ich das nicht möchte, aber ich kann Mason doch nicht ständig von hier fernhalten. Früher oder später wird er wieder vor dieser Tür stehen. Weißt du, ich habe daran gedacht, die Comtesse Armanti zu fragen, ob sie eine Villa für mich übrig hat. Könntest du mir sagen, was sie mit all dem eigentlich zu tun hat? Wer? Die Comtesse. Eine solche Person existiert nicht. Lionel, du gehst mir auf die Nerven. Hör zu, Veronica. Ich wüsste nicht, was ich ohne dich getan hätte. Vielen Dank. Nicht der Rede wert. Da sind Preisschilder an einigen Werkzeugen. Versuchen Sie, sie zurückzuverfolgen. Mason, was denkst du? Dasselbe wie du. Moment mal, hey! Lass ihn rein. Das geht schon in Ordnung. Oh. Wo ist Eden? Das wissen wir nicht. Sie ist nicht hier. Bringen Sie das sofort rein. Ja, natürlich. Was haben Sie? Hier haben wir etwas Blut. Nicht sehr viel, aber es sieht aus, als ob unser Mädchen sich gewehrt hätte. Wir werden das für die Jungs vom Labor einpacken. Da sind ein paar Autogeschäfte, ein Café, ein paar Büros in der Nachbarschaft. Die werden Sie alle fragen, ob die jemanden hinein oder herauskommen sahen heute Morgen. Suchen Sie Zeugen. Ja. Ja, Kunden am frühen Morgen. Wir brauchen Namen und Adressen. Harry, wurden die angrenzenden Gebäude schon durchsucht? Ja, sie arbeiten dran. Parks, Parkplätze, Seitenstraßen. Lassen Sie die Fingerabdrücke und die Blutproben sofort runter ins Labor bringen. Und schicken Sie einen Streifenwagen los. Die sollen dahin fahren, wo wir die Leiche von dem Blake-Mädchen gefunden haben. Nur für alle Fälle. Denken Sie, dass Eden tot ist? Nun, vor ein paar Minuten war sie es noch nicht. Dieses Blut ist noch nicht mal trocken. Wenn sie es wäre, würden wir es wahrscheinlich wissen. Er hat die anderen Mädchen ziemlich nah an dem Ort gelassen, wo er sie traf. Wo wird er sie hinbringen, Mason? Ich meine, woher weiß man, wo man suchen muss? Das wissen Sie nicht. Ich sage über Funk durch, dass Sie die Hubschrauber bereithalten sollen. Sie halten hier die Stellung. In Ordnung.
Was soll denn das alles bedeuten, wenn er sie irgendwo mit dem Auto hingebracht hat? Die wissen doch gar nicht, wonach sie suchen. Das ist alles, was sie tun können. Ich weiß. Das hättest doch du sein können. Schon das letzte Mal. Wissen Daddy und Ted Bescheid? Nein, ich werde sie nicht anrufen, bevor wir nicht das ganze Gelände abgesucht haben. Kelly, vielleicht ist alles in Ordnung. Da waren Spuren eines Kampfes. Wo kann sie nur sein? Mason, ich möchte nicht unsensibel erscheinen, aber du musst etwas tun, um Kelly zu beschützen. Dieser Wahnsinnige versucht, sie zu töten. Das weiß ich. Ich werde nicht von ihrer Seite weichen, aber man sollte in so einem Fall ruhig Polizeischutz gewähren. Ich werde tun, was ich kann, Joe, aber die Polizei kann nicht überall zugleich sein. Da können eine Menge Dinge schiefgehen. Achte gut auf sie. Halten Sie an, um meinen Vater anzurufen? Er wird Ihnen nichts geben, bevor er nicht weiß, dass es mir gut geht. Ich werde mit ihm reden, wenn Sie das wollen. Dann wird er Ihnen alles geben, was Sie verlangen. Wie wollen Sie denn? Ich frage, weil ich sehr wohlhabend bin. Ich kann jede Summe beschaffen, die Sie verlangen. Sie brauchen es mir nur zu sagen. Und wegen der Polizei machen Sie sich keine Sorgen. Sind Sie noch da? Es tut mir leid, Sie haben mich erschreckt. Und wegen des Geldes. Wieso sagen Sie nichts? Warum sprechen Sie nicht mit mir? Wieso? Ich verstehe nicht, warum Sie mir nicht sagen, Sie haben mich nicht wirklich verletzt. Ich meine, ich weiß nicht, wieso Sie nicht... Ich weiß, das war ein Fehler. Sie wollten Kelly. Aber jeder macht Fehler. Ich habe Ihre Stimme gar nicht gehört. Ich habe Sie auch nicht erkannt. Sie könnten mich ja rauslassen. Ich würde nicht wissen, wer Sie sind. Sie könnten mich einfach hier rauslassen. Und selbst wenn ich wütend wäre, würde ich nicht versuchen, irgendetwas zu tun. Aber ich bin nicht wütend. Naja, Sie haben doch nicht versucht, mich zu verletzen. Ich habe es gemerkt durch die Art, wie Sie mich berührt haben. Sie wollten mich nicht verletzen. Sie wollten nur reden. Ich habe doch recht, oder? Ich bin eine gute Zuhörerin. Warum reden Sie nicht mit mir? Nein. Aber wohin gehen? Es ist mir ganz egal, wo du hingehst. Ich brauche Informationen. Geh zur Polizei. Ja, dahin, geh zur Polizei. Was soll ich da tun? Nach Eden Campbell fragen? Nein, frag sie nach Kelly, weil Kelly Eden gefolgt ist. Die würden mich doch sofort verhaften. Es ist nicht bekannt gegeben worden. Was soll ich sagen, woher ich weiß, was passiert ist? Ihre Mutter hat es dann mir gesagt. Marcello, geh doch zur Presse. Vielleicht wissen die etwas. Geh du doch. Du bist die Frau mit den vielen Gesichtern. Soll das heißen, dass du wütend auf mich bist, wo ich fast verrückt werde, weil ich mir so viel Sorgen mache wegen dieser Sache? Hör endlich auf, Sophia. Du sollst nicht zurücksehen. Das sind meine Kinder. Verstehst du das denn nicht? Ja, doch, das verstehe ich. Und es ist eine ganz furchtbare Sache, die da passiert ist. Aber du bist außer Kontrolle, Sophia. Das bist du schon, seit du zurückgekommen bist. Wie kannst du so etwas sagen? Bei mir bist du doch erst seit ein paar Wochen. Lange genug, um zu sehen, dass jedes Ereignis in deren Leben zu einer Krise ist. Das ist doch eine echte Krise. Und ich bin sehr überrascht, dass ich in der Lage bin, damit so gut umzugehen. Du warst doch glücklich in Europa. Du hattest ein gutes Leben. Du hattest doch alles, was du wolltest. Aber was soll das denn jetzt? Ich bin auch sehr dankbar dafür. Du wurdest geliebt, du wurdest geehrt in deinem eigenen Haus und du hattest alles, was du dir gewünscht hast. Wieso warst du nur so besessen, davon zurückzukehren? Hier war mein Zuhause, Marcello. Dein Zuhause ist in Europa.
Die Frau, die Sie Ihre Mutter nennen, existiert doch nicht mehr. Verstehst du das nicht? Ach. Gut, Sie haben niemals eine Leiche gefunden, aber Sophia Capwell war trotzdem tot und begraben. Du versuchst dir selbst einzureden, dass sie nicht ohne dich leben können. Aber die Wahrheit ist, dass sie die letzten Jahre gut damit zurechtkamen. Über 15 Jahre. Ich will, dass du mit mir nach Hause kommst. Komm mit mir wieder nach Europa. Die brauchen dich hier nicht. Aber ich... Ich kann nicht. Nein, im Moment kann ich nicht einmal daran denken, solange ich nicht weiß, was hier passiert. Ist das so eine Art Herausforderung für dich, zu sehen, ob sie dich akzeptieren? Also, Marcello, mein Sohn Channing ist tot. Und ich werde diesen Jungen nie mehr sehen. Aber Sophia Capwell hat eine Chance, ins Leben zurückzukehren. Und wenn ich diese Chance habe, warum soll ich sie nicht ergreifen? Du wurdest geliebt, oder nicht? Ja, und ich liebe dich auch. Willst du das nicht verstehen? Also, was fragst du mich eigentlich? Ich verstehe deine Frage überhaupt nicht. Willst du wissen, ob ich jetzt, wo ich mich wieder erinnere an meine Familie, ob ich diese in meinem Herzen ersetzen würde, ob ich meinen Mann ersetzen würde und meine Kinder? Wenn das deine Frage ist, dann ist die Antwort nein. Die Reise nach Paris und dann später mit dem Orient Express, das war doch alles nur, damit du in Edens Nähe sein konntest. Ja. Und wie lange hast du sie verfolgt? Einen Monat, nicht wahr? Ja. Oh ja. Ich habe sie beobachtet. Ich habe gesehen, wie sie die Schule besucht hat. Und ich habe sie im Theater gesehen. Und beim Einkaufen. Und ich sah nachts nach oben in ihr Fenster. Ich guckte nur so, bis das Licht ausging. Und dann war ich glücklich. Vielleicht sollte ich allein zurückfahren. Oh, bitte bestraf mich nicht dafür, dass ich ehrlich zu dir bin. Nein, nein, ich bin dir sehr dankbar dafür. In dir sind zu viele Persönlichkeiten. Die ganze Zeit über dachte ich, wir bedeuten dir etwas. So ist es auch. Ich hab dir doch gesagt, wie sehr ich dich liebe. So spricht eine Frau, die untreu war. Und das warst du. Oh, Marcello, geh nicht. Bitte geh nicht. Verlass mich nicht, wo ich dich so sehr brauche. Was bedeutet er ihr? Nach all den Jahren kann ich da noch eifersüchtig sein. Das hier ist ein guter Platz. Kelly, du bist immer noch so nervös. Heute sind immer nervös beim ersten Mal. Ich habe einen schönen Platz für unsere Hochzeitsreise. Und wir sind allein. Mir wurde gesagt, dass Sie der Experte für Ornithologie sind. Würden Sie bitte bestätigen, dass das nicht authentisch ist, sodass ich es nicht tragen muss? Was stimmt denn damit nicht? Ich bitte Sie, es soll im Dschungel sein. Es ist heiß im Dschungel.
Nicht einmal Vögel würden so viele Federn tragen, wenn es heiß ist. Nun, Miss... Wayne. Miss Wayne, was würden Sie denn lieber tragen? Stattdessen lieber würde ich völlig nackt gehen. Oh, das wäre wirklich authentisch. Es wird von mir erwartet, dass ich alle Kostüme überprüfe. Lionel, hör auf, du ruinierst mir das Gesicht. Unmöglich. Wofür ist denn das? Oh, ach, das hier ist die brave junge Mutter, die ihre Familie vor dem Ruin rettet. Es ist meine erste Mutterrolle, Lionel. Ich werde nie wieder eine Naive spielen. Ich habe etwas für dich. Hier. Oh, es ist Gold. Es ist ja echtes Gold. Lionel, das muss Jahrhunderte von Jahren alt sein. Ist das nicht sehr wertvoll? Ich weiß es nicht. Was gibst du mir, wenn es dir Glück bringt und dir die Rolle verschafft? Na, in diesem Fall gebe ich dir jeden Tag eine. Ja, jeden Tag. Vielleicht zwei, vielleicht drei. Wenn du mein Gesicht auf diese Weise berührst, dann ist es für mich wie beim ersten Mal, als wir uns liebten. Ich möchte, dass meine Hände sich immer an dich erinnern. Denn wenn einmal eine Zeit kommt, in der wir getrennt sind, werde ich davon leben müssen. Nein, wir werden nie auseinandergehen. Ja, ich werde es ihm sagen. Aha. Kennedy führt vor Nixon. Was gibt's sonst noch Neues? Sag es mir. Herzlichen Glückwunsch. Wofür? Von wem? Für dich und deine reizende Braut. Augusta, da war jemand unten im Hotel und hat gesehen, dass dein Name eingetragen war. Er wollte dich anrufen und sich entschuldigen, dass er es nicht geschafft hat. Nicht geschafft hat, zu deiner Hochzeit im letzten Jahr zu kommen. Im letzten Jahr! Sophia. Sophia. Na ja, vielleicht hast du uns einfach nur verwechselt. Anscheinend klinge ich so wie sie. Sehe ich Sophia, etwa auch aus wie sie? Hör auf! Sag nichts! Bitte! Nichts! Also... Du sagtest mir, du hast mir gesagt, dass du mich liebst wie keine andere Frau. Und ich habe nicht gelogen, du kennst meine Gefühle. Ich habe nichts vergessen. Und ich meine nirgendwohin. In Ordnung. Nicht ins Geschäft, du wirst noch nicht mal die Post holen ohne mich. Und vergiss deinen Job, keine Widerrede. Ich hasse es zu kündigen, Joe. Musst du auch nicht. Du kannst mir glauben, sie werden verstehen, warum du nicht arbeiten gehst. Ja. Wenn ich zur Arbeit fahre, und auch das hängt nur davon ab, wann sie den Mörder kriegen. Ich hoffe, sie fassen ihn heute noch. Also, entweder kommst du mit mir, oder du bleibst bei deinem Vater oder bei Cruz. Eine Polizeiwache ist gut, aber du weißt ja wohl noch, was Mason gesagt hat. Wieso will der Mann mich, Joe? Ich hab nichts getan. Nein, du hast nichts getan. Komm her. Das heißt, Barbara und Summer sind gestorben, weil... Und jetzt vielleicht Eden. Ich weiß. Aber wir können im Moment nichts tun, um ihr zu helfen. Wir können nur hoffen, dass sie sich selbst helfen kann, bis die Polizei sie findet. Was war das? Was? Du bleibst, wo du bist. Ruf die Polizei an. Psst.
Steht irgendwas drin? Oh, ich will's nicht wissen. Lieber nicht. Du kannst hier nicht bleiben. Wir können nicht jedes Mal zusammenzucken, wenn die Zeitung ausgeliefert wird oder es klingelt. Und dann diese Fenster hier. Wir sind im Erdgeschoss. Jedes Kind könnte da reinspazieren. Und wohin soll ich? Zu deinem Vater. Was? Ja, es ist widersprüchlich, aber deine Sicherheit ist mir wichtiger als mein Stolz. Ich werde nur gehen, wenn du auch Hast gehst. Hast du nicht gehört, was ich gesagt habe? Das tue ich nicht. Oh doch, du wirst. Na gut, wie du willst. Wir können ja beide in meinem alten Zimmer wohnen. Ja, Sisi würde es lieben. Das ist mir egal, ich habe Angst. Niemand wird meinem Baby wehtun, nur über meine Leiche. Warte, Cliff. Du hast mich kommen lassen, also was ist passiert? Dieser Mann hat wieder zugeschlagen, das ist passiert. Wovon redest du keine überhaupt? Keine Warnung, keine Zeugen, nur eine Leiche haben wir diesmal auch nicht. Das bedeutet, das Mädchen könnte noch am Leben sein. Wenn wir sie schnell finden, retten wir ihr vielleicht das Leben. Und bei dieser Suche brauchen wir Hilfe. Ganz ehrlich, Cliff, ich würde dir gern helfen. Ich wusste, dass du das sagen würdest. Also, jetzt hör mir mal zu. Da ist ein vermisstes Mädchen. Und wir hatten einen sehr seltsamen Anruf. Ich habe Blut auf dem Boden gefunden, was bedeutet, dass sie sich vermutlich gewehrt hat. Und da ist noch die übliche Visitenkarte von dem Verrückten. Wer war es diesmal? Hier ist noch ein Gegenstand, den wir gefunden haben. Ist das alles? Wir haben nur das. Warte mal, Cliff. Das ist der... Ja? Bleib jetzt ganz ruhig. Oh nein. Reg dich jetzt bloß nicht auf. Jetzt hör mir mal zu, verdammt! Und merk es dir gut, wenn Eden verletzt wird. Während du hier rumstehst und mich fertig machst, mach ich dich fertig, verstanden? Das ist Selbstgerechtigkeit! Eben noch wolltest du nicht mal einen Finger rühren und jetzt ist alles anders? Nur weil es deine Freundin Verschone ist. Verschone mich mit deiner Predigt. Ich kann diesen Unterschied nicht machen, ich bin Beamter. Wie lange wird sie schon vermisst? Weißt du, ich würde dir gerne einen Erfolg melden, aber ich kann nicht jeden Mann, den ich habe, darauf ansetzen. Wir sind zu wenig. Cliff, diese ganze Sache stinkt doch, Mann. Ihr Agenten haltet euch immer an die Regeln, was? Ich brauche dich bei dieser Sache und es ist mir völlig egal, ob du mich hast. Ich will nur, dass du dabei bist. Du machst mit und zwar zu meinen Bedingungen, verstanden? Bist du drin oder draußen? Marcello, du bist zurück. Ich dachte, du hättest mich verlassen. Du kommst nur in Schwierigkeiten, wenn ich nicht hierbleibe und auf dich aufpasse. Ich bin so froh, dass du wieder da bist. Ich werde Folgendes machen. Ich gehe runter zum Polizeirevier, gebe mich als Contessa aus, weil sie mir dann alle Informationen geben werden. Du warst bei der Polizei? Ja, da waren so viele Reporter, dass niemand auf mich geachtet hat. Reporter? Warum waren Reporter da? Was hast du rausgekriegt? Kelly ist in Sicherheit. Oh Gott sei Dank. Jemand hat versucht, sie... Ja, aber jetzt ist sie in Sicherheit. Aber deine Tochter Eden wird vermisst. Eden? Wieso? Ich weiß, wo Eden hingegangen ist. Sie ging ins Lagerhaus. Ich weiß, Kelly hat sie hingeschickt. Aber alles, was sie fanden, war der zerrissene Schal einer Frau und eine weiße Nelke. Dann begeben Sie sich in Abschnitt C. Wenn er irgendwas in diesem Canyon ausmacht, soll er zuerst über Funk die Highway Patrol verständigen, klar? Ist gut. Also, hören Sie, es tut mir wirklich leid, aber Sie verschwenden meine Zeit. Sie können ihn vereidigen, Mason, das kann ich nicht. Mason, bitte tun Sie es, ich will da raus, Mann. Cruz, ich weiß Ihre Gefühle zu schätzen, aber ich kann nicht einfach die Vorschriften zum Fenster rauswerfen, um irgendeinen Amateur unter meine Fittiche zu nehmen. Ich werde ihn doch nicht in die Quere kommen. Bitte rede du mit dem Mann, Cliff. Er weiß, was er tut. Ich habe ihn doch seine Akte von der Polizeiakademie geschickt. Wann war das? Vor 10 Jahren oder so? Es tut mir leid, aber es ist zufällig die einzige Akte, die es seither über mich gab. Sehen Sie doch mal rein und Sie stellen fest, eigentlich existiere ich gar nicht. Und wie kommt das? Das ist eine lange und langweilige Geschichte. Der Punkt ist, dass ich bereit bin, ab sofort wieder zu existieren, wenn Sie nur schnell machen. Woher soll ich wissen, dass Sie erfahren genug sind, Cruz? Ich muss es ihm sagen. Sehen Sie, Sie sind vielleicht ein Wunderknabe auf dem Schießstand vor 10 Jahren gewesen, aber ich brauche mehr. Mason, können Sie mir nicht einmal vertrauen. Wir brauchen ihn wirklich. Dann testen Sie ihn, geben Sie ihm eine Genehmigung, gehen Sie durch die offiziellen Kanäle, aber nicht diesen Weg. Cruz, es tut mir leid. Aber die Dinge ändern sich, das Gesetz ändert sich, die Waffen, die Verfahrensweisen, Überwachungstechniken, Rufen Dinge Sie diese Nummer an, er wird es Ihnen sagen. Wer wird was sagen? Rufen Sie ihn an. Es dauert nur eine Minute, also Cruz, bitte. Cruz, 202, hoch angebunden. Machen Sie schon, los! Der Mann heißt Bill, sagen Sie ihm nicht, dass ich hier bin. Dafür wird er meinen Hintern vor die Tür setzen. Hallo, ist doch Bill? Ja, hier spricht Mason Capwell, Santa Barbara, Staatsanwaltschaft, Kalifornien. Ich habe hier einen Bewerber für ein polizeiliches Ermittlungsteam und ich weiß gar nichts über ihn. Er hat mir diese Nummer gegeben, Cruz Castillo. Ja.
Grenze von 40. Ich soll Ihnen bestellen, dass er Ihre Lizenz zurückzieht, wenn er so etwas nochmal von Ihnen hört. Das ist okay, es war nur meine Karriere. Da Sie das erreicht haben, könnten wir uns jetzt vielleicht als Teil des Teams betrachten. Ja, und ich denke, wir können uns die Formalitäten für den Augenblick sparen. Fangen wir an. Ja, würden Sie uns zeigen, was Sie haben, Mason? Ist gut, wir haben alles in 8 Abschnitte aufgeteilt. Es fängt mit Ventura an und erstreckt sich bis hier oben hin. Also, uns stehen 6 Hubschrauber zur Verfügung und 14 Wagen. Unsere Straßensperren sind hier, hier, hier und hier. Sie sollten die Küstenwache veranlassen, Privatboote bis hin zu den Inseln zu überprüfen. Ich hätte daran denken sollen, er hat recht. In Ordnung. Ich fange sofort damit an. Wenn sie lebt, wird sie wissen, dass wir sie suchen. Sie wird ein Signal geben, wenn sie kann. Die Frage ist, ob sie noch klar denken kann, Cruz. Sie kann. Sie denkt am besten, wenn sie in Schwierigkeiten steckt. Woher wissen Sie das? Ich weiß es. Cruz, wenn wir sie finden, wenn Sie uns helfen, sie lebend zu finden, dann wird Ihnen jede Bitte gewährt werden. Und ich werde mich persönlich für Sie einsetzen. Danke. Dann werden wir uns jetzt auf die Suche machen. Warum hast du solche Angst vor mir, Kelly? So kenne ich dich ja gar nicht. Du bist völlig anders. Ich würde dir doch nicht wehtun. Alles, was ich will, ist, dich zu lieben. Weißt du das denn nicht? Aber du wirst es bald wissen. Ich werde es dir beweisen. Und du wirst nie wieder Angst haben müssen. Geht es dir jetzt besser, ja? Ja, ja, ich komme schon zurecht. Nur bitte ruf mich an, wenn du irgendetwas weißt, ja? Ich will nur hoffen, dass es gute Nachrichten sind. Und Sophia, bitte vergiss nicht, du musst auch an dich selber denken. Ich möchte dich nie wieder so sehen wie damals, als wir uns zum ersten Mal trafen. In Ordnung, Marcello, aber bitte geh jetzt. Ja, hallo. Ist dort die Nachrichtenredaktion? Ich habe mich gefragt, ob Sie irgendwelche Informationen über... Wer ist da? Es tut mir leid, dass ich dich störe, Contessa, aber heute... Morgen rief ein Gentleman an, der das Essen bestellte. Zimmerservice. Nein, ich habe nichts bestellt. Gehen Sie weg! Möchten Sie vielleicht einen Blick in die Zeitung werfen? Treten Sie einen Schritt zurück, damit ich Ihr Gesicht sehen kann. Oh nein, geh weg! Du lässt mich doch nicht hier draußen auf dem Flur stehen, oder? Und wenn uns jemand sieht? Ich bin angeblich tot, genauso wie du. Ich werde die Polizei rufen. Wenn die mich finden, finden sie dich auch, Contessa. Also mach die Tür auf. Mach auf. Thank you.